zurück, dort, wo alles begonnen hat. Am Anfang war der Keim. Das war, soweit wir heute wissen, vor 4,5 Milliarden Jahren. Und die Uhr läuft. Am Anfang ist die Erdmaterie noch heiß und flüssig. Erst 1,5 Milliarden Jahre später kann sich Leben entwickeln. Die gigantischen Kräfte im Erdinneren verschieben ganze Kontinente. Ich will euch heute eine Geschichte erzählen. Jene Geschichte, die sich um unseren Erzberg rankt. Die berühmte Wassermannsage. Hier, wo ihr jetzt steht, soll es gewesen sein, dass vor vielen, vielen Jahren öfter eine sonderbare Menschengestalt aus der dunklen Höhlenflut auftauchte. Insgesamt 32. Denn die ersten Bohrlöcher wurden über die Einbruchlöcher, die sind in Rot dargestellt. Dann in die Grün waren die Rahmen und die Helferlöcher und auch das Gelbe war die Anhebesohle. Man hat auch gesagt, das sind die Haxenlöcher. Denn damit nicht alles gleichzeitig herausgesprengt wurde, hat man Halbsekundenzünde verwendet und dann wurden immer zuerst die roten, danach die grünen und zum Schluss die gelben herausgeschossen. Ja, waren die Bohrlöcher mit Sprengstoff gefüllt, Zünder und Zündschnüre gelegt, in der Bergmann um die Ecke und schoss 60 dornige Steine rein. Aber wenn es auch sprengen, wäre ein bisschen lärmempfindlich, ist wieder die Ohren zu halten, es wird ein bisschen lauter werden. Achtung, Sprengung! Sie haben jetzt auch 60 Tonnen Gesteine reingeschossen und wie die Bergmann das Gestein früher wegtransportiert haben, das schauen wir uns gleich gegenüber bitte an. Und einen Fülltrog. Und dieser Fülltrog voll hat ja 40 Kilogramm. Und der Bergmann hat